Erste-Hilfemaßnahme beim Hund. Gerade bei Vergiftungen. Was macht Sinn und was macht gar keinen Sinn? Beziehungsweise was ist auch richtiggehend gefährlich? Bleiben Sie dran, ich erzähle es Ihnen gleich. Die Erste-Hilfemaßnahme bei Vergiftungen, das ist die Gabe von Kohle, von Kohletabletten, die in Wasser aufgelöst dem Hund verabreicht werden. Ist jedoch der Hund nicht mehr bei Bewusstsein, sollten Sie ihn schnellstmöglich in die stabile Seitenlage bringen. Das bedeutet, dass Hals, Kopf, Wirbelsäule eine recht gerade Linie darstellt, dass Sie Vorder- und Hinterläufe auseinandernehmen, auseinanderziehen. Auf jeden Fall sollten Sie darauf achten, dass jetzt die Vorderläufe oder der Vorderlauf, nach oben zeigt, jetzt nicht noch die Atemwege blockiert oder beziehungsweise auf die Atemwege drückt, dass das alles frei ist, dass er frei atmen kann. Und auf gar keinen Fall eine Mauschlinge oder irgendetwas, was sein Maul behindert, sodass er, falls er erbrechen sollte, dann nicht noch Gefahr läuft, an dem Erbrochenen zu ersticken. Dazu ist es auch wichtig, dass Sie den Hals und Kopf etwas strecken und das Maul öffnen und die Zunge herausnehmen. Der Kopf sollte dabei den tiefsten Punkt darstellen, sodass wirklich, falls er erbrechen sollte, dass das auch wirklich ablaufen kann. Aber natürlich ist es wichtig, dass er dann auch unter Beobachtung steht. Also am besten ist es natürlich, wenn Sie auf dem Weg zum Tierarzt sind, dass dann auch noch jemand dabei ist, der den Hund beobachtet und der auch parallel schon mal beim Tierarzt oder eben in der Tierklinik anruft, um den Fall zu schildern.